Hering ist gut, Schlagsahne ist gut, wie gut muss erst Hering mit Schlagsahne sein? Fragte Kurt Tucholsky einst und kam vermutlich zu dem Schluss, dass was gut klingt, nicht immer auch gut ist. Ähnlich verhält es sich mit dem in den letzten Jahren viel diskutierten Begriff der Generationengerechtigkeit. Nicht, weil Gerechtigkeit oder besser noch Solidarität zwischen den Generationen nicht erstrebenswert wäre, sondern wegen der unausgesprochenen Werturteile, die in der politischen Auseinandersetzung um Generationengerechtigkeit mitschwingen. Allzu häufig formuliert der Begriff der Generationengerechtigkeit nämlich den Generalverdacht gegen die ältere Generation, sie lebe auf Kosten der Jüngeren. Dann wird das Klischee des weltumsegelnden Rentners bemüht, der Sozialstaat im Namen der Gerechtigkeit angegriffen und Generationensolidarität mir nichts, dir nichts durch eine marktmäßige Tauschgerechtigkeit ersetzt. Dabei gilt für die Alten wie für die Jungen, wer sein Leben lang gearbeitet hat, will im Alter abgesichert sein. Der Sozialverband VdK tritt deshalb für eine stabile Rente ein und hält am System der gesetzlichen Rentenversicherung als wichtigster Säule der Alterssicherung fest. Und das ist gerade auch für jüngere Menschen wichtig. Eine von ihnen ist Bernadette Wörner. Die junge Mutter fängt gerade erst an, sich mit dem Thema Alterssicherung zu beschäftigen. Heute möchte sie sich bei der Deutschen Rentenversicherung über ihre Rentenansprüche informieren. Jetzt, wo ich meine Tochter bekommen habe, da wird es auch, denkt man mehr über finanzielle Sachen nach, das ist irgendwie präsenter das Thema. Und dann beschäftigt man sich schon damit. Was mich sehr interessieren würde, da ich ja schon einige Jahre studiert habe, inwieweit diese Zeiten angerechnet werden und dann natürlich auch, wie es jetzt mit der Elternzeit ist. Weil ich da auch ein Jahr pausiere und dann eigentlich letztlich in einem geregelten, festen Job bisher nur 2 Jahre gearbeitet habe. Mit ihren Fragen ist Bernadette Wörner bei Christian Blauert von der Deutschen Rentenversicherung genau an der richtigen Adresse. Wir haben die Möglichkeit, zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr Schul- und Studienzeiten anzurechnen. Die werden allerdings nicht mehr bewertet. Das heißt, sie kriegen keinen finanziellen Wert wie 10 Euro für ein Jahr Schule zum Beispiel mehr zugewiesen, sondern sie werden dafür herangezogen, dass man auch vor der Regelaltersgrenze, also vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen kann. Kindererziehungszeiten werden angerechnet und zwar jetzt gerade aktuell, das ist ja das Interessanteste, denke ich, 3 Jahre pro erzogenes Kind. Und da wird man so gestellt, als hätte man 3 Jahre den Durchschnittsverdienst sozusagen erarbeitet. Der liegt jetzt im Moment bei knapp 35.000 Euro und macht jetzt einen monetären monatlichen Betrag von 28,61 Euro aus für ein Jahr Kindererziehungszeit. Das heißt, wenn ich die ersten 3 Jahre das Kind erzogen habe, 3 mal 28,61 sind wir bei um die 70 Euro ungefähr für diese 3 Jahre Kindererziehungszeit an monatlicher Rente. Um besser einschätzen zu können, ob Sie mit Ihrem derzeitigen Bruttoverdienst von jährlich 30.000 Euro Aussicht auf ein auskömmliches Alterseinkommen hat, fragt die junge Mutter auch nach Richtwerten zur Berechnung der Rente. Also ich würde mich dann immer eigentlich am Durchschnittsverdienst orientieren. Der Durchschnittsverdienst sind diese 35.000 Euro, die wir jetzt da genannt haben, die machen im Endeffekt 28,61 Euro an Monatsrente aus. Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie lange arbeite ich. Das heißt, wenn ich 35 Jahre arbeite, habe ich bei diesem Verdienst natürlich weniger, als wenn ich 45 Jahre arbeite. Und mit den 35 Jahren bei 28,61 Euro sind wir jetzt bei 1.001 Euro. Wenn wir dann halt entsprechend ein bisschen weniger haben, wie zum Beispiel 30.000, dann sind wir ungefähr bei 860 Euro bei 35 Jahren. Die Höhe der Rente hängt also einerseits vom Einkommen und andererseits von der Anzahl der Jahre ab, in denen Rentenbeiträge eingezahlt wurden.